Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival. Wir bauen Überreste des Hulk ab. Er hat ja irgendwie einen Schnee gemacht, habe ich gehört. Und versteinerter Hallgorin. Genau. Ist niemals grünen Schnee, muss man den Spruch umdichten. Jack Fleischhammer ist dabei. Hallöchen, wo bist du? Der sich als hervorragender Kampfpilot erwiesen hat. Ah, ich hab doch meine Lichtbewegung eingefallen, ja. Warum Alter, bauen wir grünen Stuff ab? Unfassbar viel. Ich hab 213, wie fährst du jetzt? Ich hab noch gar nichts eingesammelt. Ah, gut. Wir bauen hier grünen Stuff ab, um grünen Stuff verschieben zu können. Brauchen wir für die Advanced CPU. Und mit den Advanced CPUs können wir dann Laserkanonen machen. Damit könnten wir hier. Damit werden wir die Raumstation raiden, ne? Genau, wir werden auf jeden Fall. Schnelles Ziel ist, das haben wir nicht im Livestream gemerkt, das ist Action pur. Absolut, ja. Ich würde gerne mal wissen, wo man spawnt, wenn man auf dem Rollschirm stirbt. Das werden wir vielleicht in einer der nächsten Folgen. Also, ich habe es mal gehabt im Stream. Habe ich alleine gestreamt, dazu für Gamescom war. Ja. Und dann wurde ich im Weltraum zerschossen und konnte entweder im Weltraum wieder starten, da wo mein Raumschiff war. Oder zu Hause, auf meinem Heimatplaneten. Das konnte man auswählen? Ja, konnte ich auswählen, ja. Ah, das ist natürlich cool. Das immer noch so ist, natürlich frage ich, aber so war es. Sammelst du das ein, was ich auch abbaue, oder muss ich meinen Stuff selber einsammeln? Ich bin viel weiter unter dir. Du musst deinen Stuff selber einsammeln. Alter Freund. Du, das reicht erstmal, würde ich sagen. Na, kann man, nee, wir fliegen nicht zweimal her. Selbstverständlich. Das werde ich jetzt bestimmt nicht hier da alles abbauen. Da sind wir noch 20 Minuten dabei. Ja, Zuschauer muss durch. Nee, muss er nicht. Also, grüne Jelly Beans. Fliegt alle hinaus, ist mir egal. Mach mal, der will jetzt. Aber noch ein bisschen geht noch. Kleines wenig. Guck mal, wie viel du hast. Okay. Mach ich gleich. Wenn wir zusammen 999 haben, dann werden wir jetzt aufhören. Weil ich bin jetzt bei 420. Aber es ist ein großes Vorkommen. Ja, es ist ein ziemlich großes. Ja. Ich guck mal. Ich habe 81. Okay. Nee, komm, Alter, das reicht jetzt. Bei über 600. Wollen wir uns zusammenwerfen? Können wir machen, ja. Geht gleich auf den Boden und dann. Ja, schmeiß mal hin. Ja. 153 auf dem Boden. Guck mal aus, ganz vielen Klumpenmacher. 665. Guck mal, jetzt sind es noch ein paar mehr. Okay, dann mache ich uns mal einen Ausgang. 689. Okay, machen wir 100 raus. So. Okay, Ausgang ist gebohrt. Kannst du an der Seite raus. Okay. Wo bist du jetzt? An der Seite raus? Ah, hier. Hier. Da, okay. Sehr gut. Ja, da liegen noch Dortmund, das stimmt. Alter, wie krass. Wenn wir ein ultimatives Loch hinterlassen. Die Dinger sind gelootet, ne? Die Viecher? Achso, warte mal, ich will mal. Können wir hier vielleicht nochmal. Eine Aufnahme unseres Raubbaus. Wird mal unser Raumschiff nochmal kurz ein bisschen. Reparieren hier. Man scheint. Glimpflich davon gegangen zu sein hier, die ganze Sache. Nee, okay, eine Aufnahme davon bringt nichts, geht nämlich gerade die Sonne unter hier. Komm. Hätte ich noch ein bisschen joggen und dann fliegen wir nach Hause. Los geht's. An, auf. Soll ich da drauf drücken oder was? NF. Oh, gegen die Sonne. Über den Wolken. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Immer diese Dinge, das ist ja schlimm. Ich kann's nicht so machen, du. Ein Raumschiff kann man nicht reparieren. So, warte mal, jetzt haben wir das, und das ist wahrscheinlich der Pool. Jetzt sollte man hier vielleicht mal kurz nach links nochmal kurz. Ich will einfach nur gucken. Du willst mal gucken wegen Ressourcen, ja, ich verstehe. Genau. Und irgendwie die Tierwelt, die gibt es auch nicht mehr, oder was? Die gab's doch Tiere. Ja, so. So Schneeknus. Knus, ja. Da unten Rennfahrt. Warte mal. Auf. Hin? Da rennt er. Siehst du? Links, rechts von uns? Ja, so ein Schneelöwe. Ah, los, gib's ihm. Auch. Echt jetzt? Wollen wir Schneelöwen töten? Die sind bestimmt böse. Hier im Avatar. Bei Avatar sind die genau die Leute, die bösen. Stimmt. Wie sie mit Raketen auf den Baum feuern. Weißt du, der Typ mit der Kaffeetasse in der Hand. Feuer! Der Typ mit der Kaffeetasse, genau, ja. Der Sergeant mit den Narben.
Lief übrigens letztens im Fernsehen. Ich glaube, gestern lief der im Gestern, Fernsehen. Ja. Also für uns gestern, ja. Für uns gestern. Für euch übermorgen. Ja, cooler Film. Es war so ein Film, da war ich im Kino. Und es war so zum ersten Mal so ein richtig guter 3D-Film. Ja. Und ich wäre am liebsten sitzen geblieben, hätte nochmal geguckt. Ganz ehrlich. Habe ich eigentlich nie bei Filmen, aber der hat mich so in Bann gezogen, da war ich so richtig drin. Der war ziemlich cool, ja. Als ich den Baum da zerbombt haben, dachte ich, ihr scheiß Amis. Also ich wusste ja, wer sie waren, ja. Man wusste ja sofort, das Böse, die Achse des Bösen. Kann ja nur der Ami sein. Ah, der Ami. Der Raubbau führt an irgendwelchen armen Völkern. Man, ihr muss. Oh, nee, das waren die Bösen. Jackie! Das ist von der Reichweite, passt nicht. Nee, Jack, bitte, lass es. Du weißt, wie du uns kaputt geschossen haben das letzte Mal. Ich hab nur keinen Bock, schon wieder alles reparieren. Nee, ist einfach Schrott, weil... Ich hab Feuer angesagt. Wenn du Raketen hast, dann ist alles gut. Muss ich Angst haben? Die halten gut vor. Die sind echt... Wissen, wie man schießt, sag ich jetzt mal. Aber das finde ich auch das Geile. Das finde ich auch das Geile, dass es halt in Space Engineers hast du ja keine wirklichen Gegner, ja? Ja. Außer diese computergesteuerten Raumschiffe und das ist relativ langweilig. Deswegen liebe ich dieses Spiel, weil du halt auch eine gewisse Herausforderung hast. Gut, das sind auch der Punkt. Also, die sind ja jetzt nicht gerade ungefährlich, die Geschütze. Auch wenn sie cheaten, ja, die haben an, das ist klar. Ja, klar. So. Jetzt fliegen wir runter, machen hier an das Raumschiff Gewalt dran. Genau, und dann fliegen wir in den Weltraum, ne? So dann fliegen wir in den Weltraum, kapern erstmal die kleine Basis, würde ich sagen. Die sind wahrscheinlich einfacher als die andere. Ja, dann holen wir uns den Stuff und dann kapern wir die große Basis. Wenn ich jetzt wüsste, wo wir sind, dann... Und dann würde ich gerne... Das nächste Ziel wäre natürlich, ein dickes Raumschiff im Weltraum selber aufzubauen. Ja, kann ich verstehen. Hätte ich Bock dabei. Drauf. Ja. Na, okay. Ja. Omikron, wir kommen. Cool, ey. Oder das fasziniert immer wieder, oder? Die Pole. Siehst du das? Ja, ich sehe es. Das habe ich noch nie gesehen so. Warum ist das so? Das ist irgendwas Technisches. Soll ja noch geändert werden. Also die ist halt irgendwas Technisches zu tun. Wegen der Drehung oder wegen der Geschwindigkeit. Aber warum an den Polen? Das hat irgendwas mit der Geschwindigkeit zu tun. Dass du im Weltraum irgendwie schneller bist und auf dem Planeten langsamer und irgendwie... Warum ist es eigentlich so, dass du hast letztes Mal erzählt, wenn ich jetzt rausgehen würde ohne dich in den Weltraum, was würde dann passieren? Geht nicht. Das kommt eine Warnung. Nicht. You will die if you're not, oder was? Ich glaube nicht, dass du stirbst, oder? Doch, ich glaube, du stirbst. Nicht. Also auf jeden Fall gibt es eine Warnung. Das Spiel sieht das nicht vor, weil so habe ich verstanden, dass halt diese Welt nicht existiert. Also weißt du, das ist ja nicht wirklich der Weltraum und Planet. Also Kinder, den Weihnachtsmann gibt es nicht wirklich, muss ich jetzt gerade mal so sagen. Ja. Das hat irgendwas damit zu tun, dass praktisch das zwei verschiedene Instanzen sind. Diese Geschichte mit im Weltraum fliegen, auf dem Planeten sein und solche Geschichten haben schon ganz andere sich die Finger dran gebrochen an dieser Vision. Ah, okay. Ich befürchte auch, dass das nicht gehen wird. Also, ich könnte mir höchstens vorstellen, in einem Server, wo er dann wirklich irgendwie zwei Spiele aufmacht, weißt du, aber dann die Übergang so. Ein Weltraumspiel, also ein. Okay, verstehe. Also, ich befürchte, dass es im Multiplayer nicht so bald so sein wird, dass du halt im Multiplayer einen auf dem Planeten, der andere im Weltraum und so weiter. Ja. Befürchte jetzt mal. Wäre schade, ja. Rollen wir ein bisschen nach rechts, oder? Ja. Nein, sind wir schon komplett. Oh ja, alles klar. Das ist halt jetzt die Übergangsphase. Jetzt sind wir unter uns direkt ein Turm. Unter uns direkt ein Turm. Direkt unter uns. Den? Ja, da ist auch direkt unter uns. Achso, da. Naja. Und jetzt, Kamikaze! Jetzt komm, den Ziel auf schießen. Oh, da ist er schon leer. Der ist schon leer, glaube ich, oder? Schieß drauf. Schieß einfach mal weiter. Da ist nicht mehr, du. Okay, haben wir den auch schon gelootet? Den hat man auch schon. Ist der von unten und ihn auf uns? Ich guck mal, in welche Richtung wir müssen. Hinter uns, rechts. Rechts, hart rechts drehen. 90 Grad nach rechts. Hä? Nee, das ist unser altes Raumschiff, was da steht. Entschuldige bitte. Ich glaube noch weiter rechts, ne? Warte. Also ich jetzt hier so in die Richtung wahrscheinlich. Such's grad. Ah, hier ist unsere Basis. Wo sind wir? Wo?
Ah, genau. Noch ein bisschen nach rechts. Ja? Genau. Ja, Richtung stimmt. Einfach Vollgas geradeaus. Bin gespannt, geil, oder? Ob sie das hinkriegen. Ja, ja. Das ist einfach geil. Ich weiß nicht, ich feiere das jedes Mal, wenn ich hier drin sitze und wir sind auf dem Anflug. Was halt jetzt noch natürlich kommen muss, sonst Dinge finde ich im Multiplayer so, keine Ahnung, ich kann die Bordgeschütze bedienen, während du fliegst und solche Sachen. Weißt du, ja. So ein drehbares Turret und dann auch. Aber es gibt ja drehbare Kanonen, meine ich. Ja, für Turrets. Die große Basis und für die, also für die große Basis und für das große Raumschiff im Weltall. Okay. Da gibt es sowas, richtig. Und die für die so Ground Vessels, glaube ich auch. Würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Wir können auch mal die Basis umbenennen, oder? Ja, in Neue Heimat. Genau. New Ground. Oh, sieht cool aus, oder? Wenn du hier anfliegst und siehst absolut, das Licht. Absolut, ich sehe es. Alter, warte mal, bleib mal, bleib mal, bleib mal, flieg mal ein Stück zurück. Noch ein bisschen zurück, das ist. Noch ein Stück? Stopp. Okay, Moment. Und Shift F12. Alles klar, perfekt. Sieht cool aus, sieht richtig geil aus. Ich finde diese Lichter so auf die Entfernung, wie sie gleißend sind. Hast du eine Landemarkierung für unser Ground Vessel gemalt? Ja. Okay, das war's. Wie cool. Da sind wir wieder da. Gut, Prozessor ist schon da drin. Hast du Hunger? Weil ich habe gerade noch die Pommes dabei, die sind noch nicht spoiled. Hast du jetzt dabei noch? Ja, wirklich. Ja. Hier ist übrigens noch deine Assault Rifle drin, Diggi. Echt? Okay, cool. Ja, die ist hier in dem Container noch drin. Okay, dann mach ich mal ARS rum. Welchen Container? Na, im linken? Ne, im rechten, ne? Ja, perfekt. Und die Schuss? Ist doch gut. Dann packe ich mal den Prozessor hier rein, den ganzen Stuff, oder? Soll ich ihn hier in unseren großen packen? Wo soll ich den, den ich abgebaut habe, in den Drohnen? In den großen, ja. Dann baust du jetzt Advanced Prozessoren und. Mach jetzt erstmal Restomor. Boah, ich hab. Rat mal, wie viel Schuss ich von dem 6,8 habe. Naja, komm. Mal an. 620. Willst du mich verarschen? Hab ich aus den Drohnen rausgeholt. Echt jetzt? 6,8, 620? Ja, 620. Wie viel hast du? Hast du denn also überhaupt eine Assault Rifle? Ich hab eine Assault Rifle mit 124 Schuss, habe ich. Na komm her, komm her. Wo bist du denn? Hä? Bist du hin? Bin hier hinten. Immer Raw Meat, ja. Pass auf. Steuerung rechtsklick verteilen und drop. Na, bin ich dein Kumpel, wa? Ah, ist ein Jude. Wie hast du noch Pistolenmunition? Da ich ordentlich. 214. 214 ist nicht ordentlich. Ich hab. 114, mein Gott. Ich hab 400 oder sowas. Naja, das brauchst du mir nicht geben. Warum nicht? Mit der Pistole weg nicht mehr schießen, ja. Okay, alles klar. Ich tanke nochmal Sauerstoff nach. Hast du gegessen? Mach mir noch ein Steak gerade. Wir haben einen Kühlschrank noch, oder? Im Kühlschrank ist noch ein Steak. Du hast hier noch Dings geholt. Ich hatte noch ein Fleisch hier. Das wir meint jetzt schnell. Das ist der Hammer. Was denn? Na! Fleisch jetzt. Haben wir. Okay, ja, kam jetzt spät, aber. Schlecht, aber. Kam dann doch noch an. So. Jo, was ist hier jetzt? Gut, ich wäre bereit. Wir müssen eigentlich nur die Geschütze draufpacken, dann können wir direkt. Wir sind bereit, sagt er. Wir können los jetzt. Also, wenn du willst. Also, ihr könnt los. Aber wo willst du die montieren? Also. Jetzt wird es aber schwierig. Ich würde sagen, vorne ans Cockpit dran geht es. Also, praktisch in die Mitte. Also, unter mein Cockpit oder vor mein Cockpit? Unter mein Cockpit, vor mein Cockpit. Sehen die aus wie die Gatlings, oder? Ja. Aber dicker, oder? Ne, die haben da so eine futuristischen Ringe noch. Vielleicht sollten wir unter den Gatlings einfach abbauen und die da drunter setzen, oder? Oder wir setzen die direkt unter dein Cockpit hier. Unter dein Cockpit. Neben den Thruster. Genau so halt. Machen wir. Und da brauchen wir zwei, gell? Hast du gesagt? Ich mach zwei, ja. Achso, ja. Brauchen wir noch einen. Zwei tief. Nicht ja, wie viel du ja, produzierst. Klar. Das geht gut los, du. Oh, da war irgendwas kaputt. Habe ich hier gerade repariert.
Ach, wo hast du deinen Stuff den? Dann hast du hier drin liegt schon, ne? Ja, habe ich in den großen Constructor. Sehr gut. Powercoil 5 Stück, Alter. Oh. Könnten jetzt zum Beispiel könnten wir hier so ein. Musst du zwischendurch noch einen Händler schalten, gell? Für die TV. Hä? Ja, vergiss es. Wie auch immer. Ist egal. Was auch immer du willst. Was ist jetzt besser? Pulslaser oder Plasma-Cannon? Du hattest ja auch irgendwas. Das hab ich nicht. Hab ich keine Ahnung von. Nee. Ich dachte jetzt, Pulslaser klingt irgendwie. Es macht das du, oder? Und. Pulslaser ist mehr die Kanone. Also eins ist wahrscheinlich so. Wobei hier steht, Hitpoint ist jeweils 20. Also egal. Aber von beiden eins dran. Weil selbst die Gatling hat 20. Also ich sag mal, Pulslaser ist doch wahrscheinlich das. Puls ist ja einzelner Schuss, würde ich mal behaupten. Mach den Pulslaser. Ja, ich mach den Pulslaser. Mach den Pulslaser. Wie so Torpedos, gell, meinst du? Ja. Haben wir sonst noch was? Wir können ja auch in die Tragflächen kann ja auch noch Laser rein, gell? Also wir haben ja noch Platz in der Kiste hier. Wenn das Ding ja auch ultimativ. Weißt du, was ich meine? So. Wir können die Tragflächen ja auch noch setzen. Ja, selbstverständlich. Gerne. Willst du? Hier. Das finde ich gut. Ich leg dir mal was hin. Ja. Dafür. Ich bin auf deinem Kopf gelandet. Hier und da. Was schönes drauf. Also ich dachte, direkt in der Flucht, aber dann schießen wir das Dreieck weg, was du hier daneben gesetzt hast. Dann machen wir eins daneben, oder? Dann machen wir hier. Dann müsste das hier sein. Da baust du jetzt Flügel ran. Richtig. Nee, da baue ich jetzt Gatlings ran. Du hast mir doch Gatlings gegeben, oder was hast du mir gegeben? Was? Nee, Gatlings nicht. Was hast du mir gerade gegeben? Die Bauteile. Ich dachte, du baust jetzt noch Flügel ran, das habe ich verstanden. Ach, nee, vergiss es. Nee, die machen wir nicht dahin. Die machen wir schon hier vorne hin, und zwar aus folgendem Grund. Ich dachte noch mehr. Firepower bis zum. Obwohl, dann dematerialisieren wir vielleicht das ganze Raumschiff, ist dann auch blöd. Boah. Also, das würde halt noch einen Moment dauern, sag ich, wenn wir das so haben. Wie du dir das jetzt gerade vorstellst. Entschuldige. Ich will einen Pulsgläser. Du hast die Farbpistole, aber ist egal. Ich kann es haben. Komm, kein Problem. Ich muss eh warten. Hast du mal Flügel? Okay, dann mache ich hier noch Flügel dran. So kleine Flügelchen, ja. Da unten. Da unten? Hat den auf zweiter Höhe gemacht. Das ist cool, das lassen wir so. Ja. Zweiter Höhe, dann könnte man nämlich unter Umständen noch unter den Tragflächen was bauen. Hier, warte mal. Hier hast du deine. Weißt du, wie ich meine? Was denn? Na, wenn wir hier zum Beispiel diese Schräge abbauen, da raus einen Flügel machen, dann können wir nämlich unter den Tragflächen noch Kanonen basteln. Ja, das wollte ich doch, deswegen habe ich es hier oben rausgefräst, eben gerade wo ich die grauen Bröcke ausgenommen habe. Ich dachte, da wolltest du den Dings drin machen. Die Kanonen. Ja. Nein, das finde ich doof. Okay. Dann gleich mit Flügel. Scheiße. Du bist halt kein Mechaniker. Das dauert also lange, ey. Wir brauchen hier noch einen zweiten von diesen Dingern hier. Guck mal, jetzt haben wir das noch ein bisschen breiter. Wenn wir jetzt da anfliegen, denken die Aliens direkt, oh Scheiße. Genau, die hören direkt auf Plasma Turret, Alter. So ein Ding, ja. Sollen wir mal hinstellen. Plasma Turret. Aber ich baue noch eine Ebene dran, wisst ihr das? Der muss noch breiter. Dead. Mit Launcher in groß. Laser Rifle, das wäre auch cool. Siehst du? Ich hab keine Dreiecke mehr, ich brauch Dreiecke. Zu machen. Ja? Hä? Hier, ich geb dir mal Metal Plates. Wo ist der hier? Da musst du ja einfach mal welche herstellen aus den hier. Hast ja jeweils ein. Wo geht er daran? Gerät, ja, ich wollte noch rausnehmen. An der andere dran. Gerät. Ah, der baut noch hier. Kannst du abbrechen, ist nicht schlimm. Wir haben jetzt noch. Ihr baut auch, dann mach ich hier aus. Ja, kannst du machen. 608 Erestrum, Ohr. Gut. So, jetzt nochmal. Laser oder Puls? Ich nehme Puls. Zwei Stück. Schapuls. Wenn er Puls. Aaron, wir sollten uns. Ach ne, wir haben ja hier haben wir zwei Fuel Tanks an unserem Raumschiff, ne? Das Ding geil. Hier, Hornisse nennen das. Was? Raumschiff nennen wir die Hornisse.
Orny Hornet. Okay. Und jetzt kommen wieder die Kommentare. Ihr könnt auch mit dem Synchron-Tool bauen, mit N. Wissen wir. Aber lasst uns doch einfach mal. Echt? Also funktioniert es schon? Weil ich habe noch nicht festgestellt, dass es funktioniert. Keine Ahnung. Es kam noch ständig in den Kommentaren. Ich will einfach nur Präventiv-Kommentar. Ich glaube nicht, dass es schon funktioniert. Bei einer Base mag sein. So, jetzt muss lang. Alter, ewig! Ich scheiß Pulsleser. Ich hab Puls. 400 Puls. So, der ist zweifach lang. Ja genau, habe ich mir gedacht. Crush stoned, ey. Alter, weißt du. Weißt du, ich bin gefährlich krass stoned. Ups. Ja. Wofür war eigentlich Neodymium? Können wir wahrscheinlich heute nicht mehr sagen. Yes, ich hab jetzt hier eine Plasma. Puls. Laser, so. Das dauert irgendwie noch eine Stunde. Was liegt jetzt da unten drin, wo du das freigemacht hast, ja? Von dem Triebwerk wolltest du es sagen, ja. Aber das ist noch nicht weit genug. Ach, dahinter ist dein Dings, ne? Das ist nicht weit genug, die sind nur zwei tief. Das sieht ja doof aus, wenn es so rausguckt. Das kann ruhig noch ein Stück runter hin. Ja, dann nehme ich noch eins raus, warte. Ja, machen wir noch einen raus. Gib mal ordentlich da. Boom! Warte mal, ich probier mal. Das sieht gut aus. Guck mal. Jetzt kannst du. Wie er sich freut. Ja, natürlich. Bin cool. Super. Okay, wir sind fertig. Wir können los. Warte. Du musst doch erst hier den Elden. Aber ich glaube, wir müssen da jetzt einen. Naja, das können wir ja gleich machen. Einen gefährlichen Cliffhanger. Ja, natürlich machen wir einen gefährlichen Cliffhanger. Der Zuschauer, wir müssen immer ein bisschen Abwechslung bringen zwischen Bauen. Guck mal, ich habe die Flügel noch ein bisschen verstärkt. Kurz, ich bin mal hier Vorbereitung für die nächste Runde. Oh, geil. Wie geht? Davon, davon, davon. So, okay. Der Prozessor ist am Prozessen, der macht jetzt hier Dinge. Zwei Jahre, da hat er jetzt Arbeit. Und? Was denn? So, wie das aussieht, war zu wissen. Ja, cool. Machst du noch blau und dann sind wir Freunde. Vorher nicht. Nee. Guck mal. Muss blau sein. Alter, jetzt guckst du. Monster. Du, weißt du, vorne dran erstmal 6 Kanonen. Schön zentral. In Flugrichtung. In Flugrichtung. Los. Ja, aber die Tragflächen müssten eigentlich. Ach. Das müssten die. Ach, egal. Sieht geil aus. Wir sind bei 23 Minuten Raumschiffbau. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns zur nächsten Folge, wenn wir den Aliens mal so richtig in den Arsch treten. Ja, freut mich drauf. Bis dahin. Bis zur nächsten Folge. Salut.